Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute machen wir eine Umprogrammierung der GE441 Silvretta der 22040 von LGB. Meistens sind ja die E-Loks zu laut eingestellt. Wir wollen heute die Lautstärke entsprechend runterpegeln, bevor wir euch dann die einzelnen Funktionen dann auch mal zeigen können. Ja, viel Spaß damit. Und dementsprechend auch ein Video darüber zu machen. Falls jemand es noch nicht kann oder weiß, wie es funktioniert, der das dann hier hoffentlich lernen kann. Also zuerst mal, ganz am Anfang haben wir hier unsere... Dann gehen wir zuerst zu unserer Masterzentrale. Es gibt natürlich noch andere, bei denen ist das hier ein bisschen anders. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt leider nur die. Natürlich geschützt vor Sonne. Die kann sehr schnell überhitzen. So, dann müssen wir erstmal vom Fahrbetrieb, das sind diese zwei, die nicht vertauschen, blau und rot, sollen immer noch rechts und links sein, falls es... So, also, erstmal müssen wir hier, bei uns sind das die zwei mittleren, müssen wir hier abschrauben. Das ist nämlich der Fahrbetrieb. So, ich schraube das erst diese zwei erstmal aus. Das müssen wir nachher nicht sehen. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie man alles schraubt. So Leute, jetzt kann man die raus so lassen. Und hier, das ist bei uns Programmierung, wieder reinstecken. Feste rein, wenn es dann drin ist. Natürlich wieder zuschrauben und das mache ich jetzt erstmal, weil mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig, also sehen wir uns gleich. So Leute, jetzt haben wir den Strom von Fahrbetrieb auf Programmierung umgeschalten. Jetzt können wir erst mit der eigentlichen Programmierung beginnen, der Lok. Hier steht die natürlich auf einem Testgleis, also von der restlichen Anlage trennen. Hier natürlich der Strom, der da reingeht in das Gleis. Und ja, von der Lok kommt auch noch ein Fahrvideo die nächsten Tage und auch noch sehr, sehr wichtig bei uns. Michi, zeig mal. Hier, da, die benutzen wir, also von Massot hier, muss mit Kabel verbunden sein. Das ist eine gute, Für die Programmierung braucht man am besten eine Kabelverbindung, ja. Ja, weil das einfach sicher. Aber für den Fahrbetrieb können wir natürlich wieder mit Funk dann weitermachen. Ja, also ja, dann zeigen wir jetzt gleich, wie das programmiert wird. So, also wir gehen jetzt in die Programmierung. Bevor wir die Lautstärke ändern, müssen wir noch zwei andere CV-Werte ändern. Der CV-Wert 31 muss auf die 16 gebracht werden, der CV-Wert 32 muss auf die 0 gebracht werden und dann erst können wir die verschiedenen Lautstärken regeln. Lautstärke CV-Wert 300 bis 328, Werkseinstellung ist glaube ich 240, wir werden das auf 50 runterpegeln. Ich hoffe, das wird dann angenehmer für uns. Ja, und hier nochmal, hier sind, bei unserer Station sind hier, da steht hier Menü, Fall runter und so weiter und hier kann man das dann alles, also wenn man im Menü möchte, muss man hier drücken, so, da ist man im Menü, auch hier Fall runter und auf OK, ja, ist hoffentlich alles klar. So, wir gehen auf Decoder-Programmierung im Hauptmenü. Das bestätigen wir. Jetzt sind wir in der Lokadresse, da müssen wir nichts machen, die haben wir schon geändert. Die Adresse haben wir hier auf 24 gebracht. Und weiter runter. Das wird auch bestätigt. Wir wollen die CVs lesen und programmieren. In dem Fall programmieren. CV-Nummer geben wir jetzt ein. Das wäre die CV-Nummer 31. Das wird bestätigt. Der neue Wert ist 16. Und das wird auch bestätigt. Jetzt haben wir hier ein Häkchen. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, die Daten müssten jetzt eigentlich in der Lok umprogrammiert sein. Jetzt gehen wir einfach weiter zum nächsten CV. CV Nummer 32.
Wieder bestätigen. Das müssen wir auf 0 bringen. Das bestätigen wir und wieder ein Häkchen. Und jetzt geht es weiter. CV Nummer 300. Wieder auf OK. Der Wert hier ist 50. Also wir wollen den neuen Wert 50 haben. Das wird auch bestätigt. Jawohl, das hat geklappt. Jetzt gehen wir einfach von 301 auf 328. Das dauert jetzt eine Weile. 301. Das bestätigen. Und hier wieder 50. Und bestätigen. Und wieder ein Häkchen. Ja, also ihr seht, dass das langwierig sein kann. Das waren jetzt mehrere Schritte, also mehrere Funktionen. Wir müssen jede Funktion, glaube ich, einzeln machen, war das so bei der Lok? Bitte was? Jede Funktion einzeln? Wir müssen jede einzelne Lautstärke müssen wir umprogrammieren. Ja, und da wir das Video jetzt nicht sprengen wollen, haben wir euch das öfters jetzt gezeigt, bei mehreren Funktionen jetzt schon. Also wir machen jetzt noch alle Funktionen, damit alle Funktionen leiser sind. Und ja, dann sehen wir uns, wenn es leise hoffentlich ist. Ne? So Leute, jetzt sind wir mit der ganzen Programmierung fertig. Jetzt müssen wir das ausschalten. So. Fährt es jetzt runter. Dann können wir hier... Wo war denn hier nochmal der... Ach, der Schraubenzieher habe ich da vorne vergessen. Das kannst du auch gleich machen. Ja, jetzt sind wir mit der Programmierung fertig. Also können wir dieses Kabel hier, jetzt hier reinstecken. Für den Funkbetrieb. Für den Funkbetrieb. Dass man nicht immer am Kabel angeschlossen sein muss. Aber ja, jetzt geht es ja erstmal wieder ums Fahren. Jetzt möchte man ja wissen, wie laut die Lautstärke ist. Also muss man wieder diese Kabel hier, die wir für die Programmierung gebraucht haben, wieder hier in die mittleren stecken, also bei unserer Station. Also mache ich das mal kurz. So Leute, jetzt haben wir das wieder auf Fahrbetrieb umgestellt. Also bei uns sieht es so aus. Okay. Und jetzt müssen wir natürlich wieder dieses Gleis hier wieder reinstecken. Also wir machen aus dem Programmiergleis quasi wieder ein Fahrgleis. Das heißt, wir stecken es an die Gleisanlage wieder an. Ja, und dann können wir mal gucken, ob diese Lok hier leiser geworden ist. Ach ja, und zu dieser Lok gibt es natürlich ein Fahrvideo in ein paar Tagen dann auch zu sehen. Freut euch schon mal drauf. So Leute, diese Lok haben wir jetzt leiser programmiert. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Und lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.